Aber es ist schon bitter, dass die Leute nicht verstehen, dass weder allgemein die Grünen irgendwas bringen, gerade nicht in Baden-Württemberg, wo die Automobilindustrie von den Grünen ja offensiv totgewirtschaftet wird. Und auch die Energieindustrie ist ja auch sehr viel energieintensiv im Vilstal, im Remstal, in der nordbadischen Ecke. Und es ist also unverständlich für mich und es ist Ich wirklich verstehe den erschreckend, Punkt. weil ihr wählt wirklich eure eigenen Henker. Das muss man wirklich sagen, das ist furchtbar. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem heutigen Gespräch mit Peter Böhringer. Hallo Gärtner. Danke, dass Sie bei uns im Studio vorbeischauen. Peter Böhringer ist seit 2017 im Deutschen Bundestag als Abgeordneter der AfD. Er ist seit 2018 Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag. Sie sind in Göppingen aufgewachsen, haben 88 Abitur gemacht, danach eine kaufmännische Ausbildung mit dem besten Abschluss in Baden-Württemberg, glaube ich. Dann haben Sie studiert an der European Business School in Österreich-Winkel, das ist im schönen Rheingau, da gibt es auch andere Versuchungen. Und dazu auch in den USA und England. Und Sie haben Abschlüsse gemacht als Diplom-Informatiker und Diplom-Kaufmann. Also gut gerüstet für das, was Sie im Bundestag machen. Heute, wo wir zusammensitzen, wird AstraZeneca doch wieder verspritzt oder angewendet oder eingesetzt. Was halten Sie von dieser ganzen Impfkampagne und den vielen Fehlern, die da gemacht werden? Im Prinzip keine Überraschung, dass es vorerst 3 Tagen zum Verbot kam von Astra. Bei ungetesteten Impfungen kann sowas passieren. Und das war, ungetestet ist der falsche Ausdruck, aber zu wenig oder ungewöhnlich wenig, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ist es getestet. Und das haben die entsprechenden Experten auch alle schon seit einem Jahr gesagt. Ich war ja dabei, als Herr Spahn und das Gesundheitsministerium im Sommer 2020, diesen Impfstoff bestellt haben. Man redet ja immer vom EU-Prozess, aber letzten Endes ist das gar nicht der Hauptvorwurf. Natürlich hat die Bundesregierung teilweise die Bestellungen an die EU abgegeben, aber letzten Endes war es doch nationale Entscheidung. Herr Spahn hat sich gebrüstet im Haushaltsausschuss. Ich habe jetzt Optionen auf verschiedene Impfstoffe gekauft, damals nicht auch BioNTech ein bisschen, aber das Grobe war damals schon AstraZeneca. Und die Experten, und ich habe das damals als Laie mitbekommen, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen im Sommer 2020 bereits. Denn es gab kein einziges erfolgreiches Experiment an Affen damals noch mit AstraZeneca. Es war eigentlich bereits gescheitert, dieser Impfstoff. Er wurde irgendwann im Herbst wieder rejuvenädiert und die Optionen wurden dann tatsächlich gezogen. Und deshalb hat man jetzt Millionen von Impfstoff rumliegen. Und es war schon so, dass die Menschen da draußen kein schlechtes Gespür haben. Es war nicht so, dass es massenhaft Impffreiwillige gab, mit AstraZeneca speziell nicht, sondern das Zeug blieb liegen. Es gab zwar Impffans, die wollten was anderes haben, viele wollten gar nicht geimpft werden, aber Astra wollte eigentlich fast niemand haben. Millionen Dosen, 1,5 mal. Mein letzter Stand vor dem Verbot waren bereits auf Lager. Ja? Die wollte keiner. Und dann kam das Verbot. Also, man könnte jetzt durchaus auch die Theorie aufstellen, es wurde vielleicht bewusst verfügt, weil es sowieso nicht wegging, das Zeug. Aber gut, das war jetzt doch ein Schlag ins Kontor. Und jetzt kam, glaube ich, heute die Meldung, dass es jetzt von der EU mehr oder weniger befohlen wurde und Herr Spahn sich das sofort zu eigen macht, dass man jetzt doch wieder mit weiterhilft. Die Europäische Zulassungsbehörde hat es ja die letzten 4 Tage getestet. Kommt der Test nicht viel zu spät? Das hätten die vorher machen müssen. Das ist ja der Hauptvorwurf. Natürlich, solche Dinge werden über Jahre, viele Jahre getestet. Und man kann das auch nicht mit Geld, wie immer wieder argumentiert wird, abkürzen, diesen Prozess. Aus Teiltestungen kommen Ergebnisse raus, dann macht man ein neues Experiment. Und das kann man nicht beliebig abkürzen. Also aus diesen durchaus 10 üblichen Jahren oder auch meinetwegen noch 6 oder 7, kann man vielleicht auch noch 4 oder 3 machen. Aber man kann nicht 3 Monate draus machen. Und das ist hier geschehen. Das ist per Definition unwissenschaftlich und nicht verantwortbar. Und bei anderen Impfstoffen, AstraZeneca ist ja noch nicht mal ein mRNA-Impfstoff, sondern ist ja sogar noch ein halbwegs klassischer Impfstoff. Die mRNA-Impfstoffe, jetzt keine Namen nennen, die sind noch heikler, weil sie völlig neues Impfprinzip haben und weil wirklich überhaupt niemand wissen kann, was in einigen Monaten oder Jahren an Folgen auftritt. Es kann keiner wissen. Es kann auch sein, dass nichts passiert. Es gibt sie nicht Aber lange so. sowas wird ausgetestet, natürlich lange in Tierversuchen, lange, nicht nur kurz wie jetzt, ja, und dann irgendwann auch mal am Menschen und zuallererst übrigens an wirklich Krankengruppen, die nicht mehr viel zu verlieren haben. Da ist auch die Risikoabwägung eine völlig andere. Das wird völlig außen vor gelassen. Wir impfen hier 95 oder 98% gesunde Menschen. Das ist genau das, was man nur macht mit absolut sicheren Impfstoffen und die unsicheren, ungetesteten werden an Leuten getestet, die nichts mehr zu verlieren haben. Das hört sich jetzt hart an, aber so ist der normale Vorgang. Das größere und wichtigere Thema ist in meinen Augen sogar der Impfpass. Jetzt sind Grundrechte unter Vorbehalt. Reisen darf dann, wenn er kommt. Das heißt, ist ja der Termin genannt worden, 1. Juni. Wahrscheinlich wird es ein bisschen länger dauern, schätze ich. Dann nur noch reisen dürfen, wenn er geimpft ist. Wie finden Sie das? Was halten Sie davon?
Ja, also der Liberale und Libertäre in mir schreit da auf, jault geradezu auf. Grundrechte sind Grundrechte und werden in aller Regel nicht abbedungen unter keinen Umständen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wenn Grundrecht gegen Grundrecht steht, da kann das mal eine Abwägungsentscheidung sein. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt auch keine Kollektivgrundrechte, wie zurzeit teilweise in den Massenmedien behauptet wird. Das Grundgesetz geht strikt vom Individuum aus. Und aus der Erfahrung des Dritten Reichs heraus ist es 1949 so konzipiert worden, dass es Abwehrrechte der Bürger gegen einen übergriffigen Staat sind. Das heißt, die absolute Ausnahme, dass ein Grundrecht mal ausgesetzt werden darf, zu Lasten des Individuums. Und schon gar nicht unter Kollektivbehauptung. Im Dritten Reich gab es ständig diese Kollektivfiktionen wie die Volksgesundheit oder das Volksheim. Der ganze Wahnsinn, gegen den eigentlich die linken Zeitungen immer anschreiben, im sozialistischen, kollektivistischen Dritten Reich war das auch völlig normal. Da gab es diese Begriffe. Und dann hat man 1949-50 den Cut gemacht und hat gesagt, wir stellen jetzt das Individuum, die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt. Und dazu gehört zum Beispiel in Artikel 2.2 Grundgesetz die körperliche Unversehrtheit. Das heißt, eine Impfung ist natürlich ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Selbst wenn nichts passiert, wäre es schon mal ein Pieks. Aber wenn was passiert, ist es sogar ein größerer Eingriff, ein schlimmer Eingriff, potenziell irreversibel und wie wir inzwischen wissen, in vielen Fällen auch tödlich. Es gibt bereits jetzt durchaus signifikanten Anstieg von, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber das sind Paul-Ehrlich-Informationen, von Anstieg von Toten im Zusammenhang mit Impfungen. Signifikant, ich habe das erst gestern in einem Posting nachgewiesen, dass es sehr signifikant ist und das sind Paul-Ehrlich-Informationen. Also diese Kollektivrechte gibt es nur ganz selten. Und es gab auch in der Vergangenheit schlimme Pandemien und nur ganz selten griff das Infektionsschutzgesetz. Da hat man dann unter Quarantäne die wirklich akut ansteckenden, also die sehr kranken Menschen in Quarantäne stecken dürfen unter ganz besonderen Voraussetzungen, ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung und eben nicht 98% der Menschen. Das ist der entscheidende Unterschied. Hier wird das Infektionsschutzgesetz pervertiert und das schon seit einem Jahr. Dieser Impfpass ist ja ein ziemlicher Dammbruch. Was kommt danach? Vielleicht ein Klimapass? Also die Regierung hat jetzt etwas eingeführt, was eine Vorlage sein kann für jeden x-beliebigen Pass in der Zukunft, wenn sie will, dass die Bürger sich wohl verhalten gegenüber ihren Forderungen oder dem Verlangen, dem politischen Verlangen, und sie können sie dann dazu zwingen. Es wäre nichts Neues mehr. Es ist ein kleiner Sprung in die Zukunft, aber leider nur ein kleiner, den sie da machen. Noch ist es eine technische Entwicklung, die EU jetzt beauftragt hat, aber bereits zum 1. Juli in der EU fertig sein soll. Und dann natürlich auch sofort adaptiert wird. Interessanterweise hat man sich übrigens gegen deutsche Anbieter in der Umsetzung entschieden, hat da sehr internationale Firmen beauftragt unter Führung von IBM, die das dann gleich weltweit ausrollen. Natürlich vereinheitlicht, völlig klar. Also das wird überall, ist absehbar, dass das ein weltweit einheitlicher Impfpass werden wird. Ja, und hier geht es jetzt nicht nur um die körperliche Unversehrtheit, denn letzten Endes verlangt der Impfpass ja eben diesen Eingriff, die Impfung, sondern wenn nicht, dann keine Reisefreiheit. Das ist ja absehbar, dass das kommt. Deshalb heißt das Ding ja Pass. Noch ist es nicht genau ausdefiniert, wer wann nicht mehr reisen darf, aufgrund welcher Krankheit, wie lange eine Impfung dann vorhält, wie oft man die Impfung erneuern muss, damit der Pass gültig bleibt, welches Verhältnis überhaupt der Impfpass zum klassischen Reisepass hat. Das ist ja alles noch nicht ausdefiniert. Aber man muss da wirklich größte Sorgen haben, gerade vor dem Hintergrund des Track Records der Regierung und der EU und der weltweiten Organisationen, die dahinter stehen, das ist ja letzten Endes doch die WHO und auch die UN, die wieder mal hier den Weg ebnen. Also da hat man wirklich größte Sorgen und es ist die Lebenserfahrung, wenn so ein System mal da ist, dann wird es auch genutzt und dann wird es gegen unsere Interessen genutzt. Selbst wenn überhaupt keine Pandemie da draußen ist, es ist ein Totalüberwachungstool, zusätzlich zum Reisepass, der heutzutage ja auch schon maschinenlesbar ist. Und was mich wirklich ärgert, ist, dass sowas ja immer wieder unter Privatrecht dann abgehakt wird. Ja, die Fluggesellschaften würden das ja verlangen, das sind alles Monopolisten, alle von ihren Regierungen abhängig. Natürlich sind es die Staaten und die suprastaatlichen Organisationen dahinter, die das wollen. Es ist nicht die Privatwirtschaft. Das ist absurd, das zu behaupten. Vom Impfen zum Lockdown. Ich glaube, nächste Woche ist die nächste Seuchenrunde mit der Bundeskanzlerin. Die Zeitungen schreiben mehr oder minder schon, was wir zu erwarten haben. Ja, Ostern wird wieder wie Weihnachten. Söder spricht von einer Dauerwelle und einer Notbremse. Womit müssen wir rechnen? Ja, ich bin ja auch nicht beteiligt formell in dieser Kungelrunde, die in der Verfassung überhaupt nicht vorgesehen ist, Ministerpräsidenten plus Kanzlerin, das gibt es in der Verfassung nicht, das ist keine Entscheidungsrunde. Deshalb wird ja pro forma auch immer noch ein bisschen der Bundestag beteiligt, ja, hinterher, meistens per Regierungserklärung am nächsten Tag, manchmal sogar sofort danach. Und dann auf Basis von neuen Gesetzen dürfen dann die Verordnungen, die meistens Ländersache sind, dann auch noch mal umgesetzt werden. Aber es ist die zentrale Koordinierungsstelle im Kanzleramt, wo sich diese Runde immer trifft.
Was darf man erwarten? Ja, also entgegen aller Inzidenz, muss ich jetzt wirklich sagen, ist es zu erwarten, dass sie wieder mal verschärfen, obwohl jetzt ja absehbar ist, dass im April, wie in jedem April, die saisonalen Viren abebben werden. Das war 2020 auch so, es hat aber irgendwie keinen interessiert 2020 und so wird es diesmal auch sein. Es ging ja schon runter, jetzt mit dem Winter ging es wieder ein bisschen hoch und mit der Testung, die natürlich, wenn sie massenhaft durchgeführt wird, das ist ja zurzeit, ist natürlich auch mehr Fälle hervorbringt, das ist ja völlig klar, zumindest mehr positive Testungen, was noch lange nicht heißt, dass derjenige infiziert ist. Das ist die absolute Ausnahme. Der PCR-Test weist keine Infektion nach. Das muss man immer wieder betonen. Und so können wir weitermachen. Es gibt die Inzidenz nicht. Der R-Wert ist relativ unspektakulär. Und vor allem, das ist ja eigentlich das Wichtigste, das einzig Relevante, die Intensivstationen und auch die Toten sind nicht so auffällig, irgendwie, dass man jetzt einen großen Terz machen müsste hier. Es ist einfach nicht so. Die Grippe ist nach wie vor weg. Das heißt, sämtliche Grippetoten, die es natürlich auch in dieser Saison gibt, werden als Corona-Tote gerechnet. Es gibt durchaus eine Menge Indizien, eigentlich sogar Belege, dass überhaupt an völlig anderen Dingen gestorbene Menschen zu Corona-Toten werden. Vor allem, weil viele Uralte dabei sind. Der Median liegt bei 83 und diese Leute sterben an allem Möglichen. Vielleicht haben sie auch noch Corona. Sie sind eben mit Corona gestorben, aber nicht an Corona. Und das ist diese Nichtunterscheidung, die seit einem Jahr nicht gemacht wird, die halt die Zahlen hochtreibt. Sie haben den Bundestag erwähnt, 709 ausgewachsene Abgeordnete und weiblich und männlich, man muss es dazu sagen, neuerdings. Die lassen sich einfach unterbuttern. Der Bundestag hat im Grunde den Löffel abgegeben. Wie kann das passieren? Also mir ist die Aussage ein bisschen zu allgemein, auch wenn sie natürlich oft im Internet kommt. Sie ist auch nicht falsch. Nur, was soll man dagegen machen? Es ist am Ende leben wir in einer Art Notstandssituation. Notstandssituationen sind immer Situationen, in denen die Exekutive, also die Regierung, das Sagen hat. Und so ist es halt seit März 2020. Klar, das Parlament versucht, sich die Rechte an sich zu ziehen. Und auch die Opposition macht durchaus öfter mal Kritik. Allerdings, also bei der Grundsatzkritik macht eigentlich fast nur die AfD, muss ich auch mal dazu sagen. Die anderen heucheln es. Die FDP will immer das Parlament formell einbinden. Aber wenn es dann darum geht, wenn es wirklich das mal erreicht, dann stimmt sie sogar noch mit der Regierung. In aller Regel hat jedes Mal die epidemische Notlage mitverlängert mit der Regierung. Hat auch die haushalterische Notlage schon dreimal mitgestimmt. Also die FDP macht überhaupt nichts, wenn sie denn jemals irgend so ein Recht erstreitet. Hat diese Unterwürfigkeit des Parlaments auch damit zu tun, dass 2/3 der Abgeordneten über die Landeslisten ihrer Parteien reinkommen? Die überlegen sich im Zweifelsfall, wie sie abstimmen. Naja, also die Frage stellt sich eigentlich überhaupt nur bei der SPD und bei der CDU und bei ein paar Grünen, die überhaupt in ihren Reihen auch Direktmandate haben. Die kleineren Parteien haben ja eigentlich gar keine Direktmandate, sind nur Landeslistenabgeordneten. Und also ich persönlich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Direktabgeordneten so viel mutiger sind gegen ihre eigene Regierung, der Union und der SPD. Aber ja, die wenigen, die es gibt, ich will jetzt keine Namen nennen, ich kann keine Namen nennen, aber es gibt auch in der Union noch ein paar ganz wenige, eine Handvoll Leute, die wirklich aufrecht die Lage erkennen und wissen, dass Merkel sich schon seit 20 Jahren in die Krise führt. Lange vor Corona. Von denen hört man aber nichts. Auch das sind tatsächlich direkt abgewählte Abgeordnete, die in ihren Wahlkreisen 60% bekommen. Aber es ist in einem militärisch aufgestellten CDU-Verband auch in so einer Position möglich, dass man abgewählt wird. Dann sind die Kämpfe halt nicht bei der Wahl, sondern sie sind im Vorfeld, wenn es um dieses Direktmandat geht. Und da kann man auch mal gegen einen Gegner verlieren, der von Merkel protegiert wird. Also, und das passiert. Es gibt einige Leute, übrigens interessanterweise sind von den Maskenskandalleuten, die jetzt bei der Union passiert sind in den letzten Wochen, mindestens 2, 3 ausgewiesene Merkel-Kritiker. Also das ist vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass die gerade jetzt aufgeflogen sind, mit Verfehlungen, nicht nur Masken, sondern Dinge, die 2, 3 Jahre in der Vergangenheit lagen und ganz andere Themen hatten. Also da wurde schon auch noch gesäubert, aber das ist eine Verschwörungstheorie. Ich bin jetzt kein CDUler, aber es ist auffällig, dass mindestens zwei Leute, die tatsächlich noch Kritiker intern waren, jetzt weggesäubert wurden. Kleiner Themensprung. Wir lesen heute Morgen in den Zeitungen, dass der Bahnchef Herr Lutz 10% mehr bekommt. Das in einer Situation, wo Hunderttausende, wenn nicht Millionen Deutsche jetzt wirklich unter dieser Situation leiden, unter Corona, vor allem den Maßnahmen, das muss man ja klar sagen. Für wie dumm hält uns die politische Kaste in Berlin? Das ist einfach, ich wusste das noch gar nicht, ehrlich gesagt, noch nicht gelesen. Das geht fast schon unter bei den Zuschüssen, die wir seitens des Haushaltsausschusses regelmäßig der Deutschen Bahn zurzeit geben, die ja mit einer Unterauslastung von 70% fährt. 70 bis 80% weniger Auslastung und damit weniger Umsatz.
völlig klar, dass die riesige Verluste schreiben. Bei der Lufthansa ist es noch krasser und die kriegen permanent keine Partei. Auch wir können uns nicht leisten, die Deutsche Bahn pleite gehen zu lassen. Das heißt, es ist klar, die haben eine Bestandsgarantie. Aber in dieser Situation, sich das Gehalt um 10% zu erhöhen, das ist nicht zu rechtfertigen. Ich wusste es noch nicht, werden wir sicher auch politisch angehen. Da waren Sie auf der Autobahn unterwegs hierher, als das gekommen ist, ja. Ich wollte auch noch mal fragen, obwohl das jetzt fast eine Woche her ist, die beiden Landtagswahlen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Was lesen Sie aus dem Ergebnis raus? Tja. Weiter so? Also, wir sind ja nun beide, glaube ich, Schwaben. In Baden-Württemberg bin ich schon seit Jahren entsetzt, dass eigentlich kluge und im Prinzip misstrauische, fleißige Bevölkerung ausgerechnet grün wählt. Aber gut, das ist vielleicht ein besonderer Kretschmann-Effekt hier. Okay. Es ist jedenfalls tragisch, dass konservative Menschen wie hier im Ländle darauf reinfallen, dass ein Maoist, ein Ex-Maoist wie Herr Kretschmann irgendwie konservativ sein könnte. Ist er nicht, in keiner Weise. Also das ist wirklich tragisch. Sie sind diesmal nochmal drauf reingefallen. Natürlich hat den Grünen jetzt auch die Maskenaffäre der Union in die Karten gespielt. Aber es ist schon bitter, dass die Leute nicht verstehen, dass weder allgemein die Grünen irgendwas bringen, gerade nicht in Baden-Württemberg, wo die Automobilindustrie von den Grünen ja offensiv totgewirtschaftet wird. Und auch die Energieindustrie ist ja auch sehr viel energieintensiv im Vilstal, im Remstal, in der nordbadischen Ecke. Und es ist also unverständlich für mich. Und ich will nicht sagen, dass ich deshalb vor 20 Jahren weg bin, aber es ist wirklich erschreckend, weil ihr wählt wirklich eure eigenen Henker. Das muss man wirklich sagen, es ist furchtbar. Dass die Opposition nicht so profitieren konnte, das gilt auch für uns selbst, ist bitter. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt unsere meine eigene Analyse betreffend meiner Partei ist vielleicht die einfachste, die ich machen kann. Das wäre die nächste Frage. Minus 4, noch was Prozent in beiden, also Prozentpunkte muss man korrekterweise sagen, in beiden Bundesländern. Was ist da die Message für die AfD? Gut, also das eine ist wirklich, das betrifft alle Oppositionsparteien, die Stunde der Exekutive hatten wir ja eben schon, Corona, und die Leute haben Angst und wenn sie Angst haben, dann glauben sie der Regierung, das ist leider so. Dann gab es natürlich kein ganz einheitliches Bild bei Corona bei uns, das ist unschön, daran arbeite ich, dass das besser wird. Der interne Streit. Können wir vielleicht auch nochmal, es hat sehr, ich denke mal, um die Botschaft nach außen zu bringen, die AfD ist die Einzige, die seit April 2020 den Lockdown abstellen will. Die Einzigen, nach wie vor. Wir sind auch gegen die Impfpflicht, wir sind auch gegen die indirekte Impfpflicht. Aber ja, es gab ein paar Töne in Richtung, die Impfung könnte vielleicht die Lösung sein, die mir auch nicht gefallen. Das waren leider an der Spitze Leute, die aus verschiedenen Gründen, mindestens zwei oder drei unserer Spitzenleute, die aus persönlichen und sehr individuellen Gründen leider an die Impfung geglaubt haben. Okay, das will ich jetzt hier nicht weiter aufarbeiten. Wir stellen das ab, das verspreche ich den Leuten. Ich glaube wirklich, dass die Wahrheit inzwischen auf der Straße liegt. Die Impfung wird nicht die Lösung sein. Wir werden nicht die Grundrechte verkaufen. Wir tun es auch nicht. Wir sind die, die dagegen argumentieren. Und die wenigen irritierenden Stimmen im Moment bitte ich jetzt mal zu überhören. Die anderen tun überhaupt nichts dagegen. Der Notstand ist von den anderen Parteien ausgerufen worden, nicht von uns. Und das schon seit einem Jahr nicht mehr. Das muss man schon also auch mal zu unseren Gunsten annehmen, auch wenn es nicht so medial verbreitet wird. Leider auch nicht in alternativen Medien. Aber Sie haben Verständnis für deutsche Bürger, die sagen, wir haben genug von allem, wir wollen jetzt jemanden sehen, der das Stoppschild hochhält. Ich persönlich habe da absolut Verständnis, weil ich diesen Menschen auch unbedingt sehen will und deshalb machen wir da auch intern Druck, auf jeden Fall. Aber das war jetzt nur ein Teil der Erklärung. Der zweite ist, wie gesagt, Stunde der Exekutive. Dann wurde unser Wahlkampf natürlich wieder mal ganz massiv behindert. Es war praktisch kein Plakat länger als 3 Stunden auf dem Mast. Ich habe irgendwie in einer Ihrer letzten Sendungen gehört. Ihrer letzten Sendungen wurde irgendein Leser Ihrer Zuschauer zitiert im irgendwo im Ludwigshafener Raum. Ja, genau. Es sei kein Plakat länger zu sehen gewesen. Ja, die gab es durchaus. Ich kenne die Leute, die plakatiert haben. Nur es war innerhalb von Stunden alles weg. Also das ist Standard bei uns. Dann der Verfassungsschutz. Das ist Standard bei uns. Dann die Verfassungsschutzthematik, die ein abendfüllendes Thema für sich wäre. Das ist also hanebüchen, aber hat uns natürlich jetzt auch nicht geholfen. Auch wenn am Ende der Verfassungsschutz ja vorläufig nochmal zurückgepfiffen wurde, durfte uns ja aus offensichtlichen Gründen weder aktiv beobachten, noch diese Beobachtung insinuieren. Es ist also bis heute nicht bestätigt, obwohl das Gutachten bei allen Redaktionen liegt. Ein 1000-seitiges Gutachten ist ein Beweis, dass niemand nichts hat. Er hat nichts, sonst würden wir keine 1000 Seiten machen. Beim letzten Mal, beim Prüffall, war es auch schon so, dass man 400 Seiten Gutachten hatte. Ich habe mir das durchgelesen und 380 Seiten waren ein
Aufzählung von Meinungsverbrechen. Es ist aber nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes des Inlandsgeheimdienstes, das ist eine ganz deutsche Interpretation von Inlandsgeheimdienst, gegen eine Opposition vorzugehen, deren Aufgabe es ist, kritisch zu berichten und zu kritisieren und natürlich eine andere Meinung als die Regierung zu haben. Und es ist inzwischen reiner Regierungsschutz, der Verfassungsschutz geworden. Ich fürchte, sie werden uns doch noch in die offizielle Beobachtung stecken und leider verstehen draußen die Leute nicht ganz, was das bedeutet. Es bedeutet nämlich gar nichts mehr heutzutage. Wir haben keine verfassungsfeindlichen Absichten. Es ist genau das Gegenteil. Wir wollen eigentlich die alte Verfassung, bevor sie usurpiert wurde und unterwandert wurde in den letzten Jahrzehnten durch die Regierung selbst und durch EU-europäische Institutionen, die wollen wir eigentlich wieder herstellen in allen möglichen Richtungen. Also das ist die nächste Erklärung. Dann gibt es natürlich das Thema Mainstream-Medien, da zähle ich jetzt BE sicher nicht dazu. Hier werden wir entweder komplett ausgeblendet oder es wird halt nur das Schlechteste berichtet. Und deshalb wird über mich zum Beispiel Mainstream fast nie was berichtet und ich hätte auch jede Einladung angenommen. Aber es kam schlichtweg nie eine. Und das ist beim Ausschussvorsitzenden höchst ungewöhnlich. Mein Pendant im außenpolitischen Ausschuss zum Beispiel war bestimmt, Herr Röttgen war zumindest mindestens 10 oder 15 Mal in dieser Legislatur in Talkshows. An mich kam einfach keine Einladung. Das sage ich guten Gewissens. Ich weiß, dass teilweise auch andere Meldungen bei uns rumschwirren. Zu mir kam keine Einladung. Und das ist in der Position schon höchst ungewöhnlich. Nicht, dass ich das jetzt so sehr vermisst habe, denn vergnügungssteuerpflichtig ist das nicht, aber so wird es halt überall gemacht. Bei mir war nichts zu verhetzen, also kam nichts. Und bei einmal gab es eine Schweizer Spendenaffäre bei mir persönlich, das kann ich ja mal exklusiv berichten. Also ich bin zu 100% freigesprochen worden von Herrn Schäuble persönlich, das habe ich aber noch nie berichtet in der Öffentlichkeit. Die Anklage dagegen, der hatte eine Spendenaffäre aus der Schweiz, war in allen Gazetten, überall, auch im Mainstream, dann auf Seite 1, überall. Es war schlichtweg nichts dran. Der Vorwurf war ernsthaft. Ein Artikel von mir, der ich aus einem ganz anderen Anlass gratis geschrieben habe, wurde in der Neuen Zürcher Zeitung als Anzeige abgedruckt, ohne mein Wissen, ohne mein Geld, ohne dass jemals Geld geflossen wäre, in mich sowieso nicht. In einer ausländischen Zeitung, das wurde als geldwerter Vorteil als Spende ausgelegt. Das war so hanebüchen verrückt, dass sogar Schäuble einfach nur ablehnen konnte. Er hat also einen kompletten Freispruch aus. Aber so, ja, das ist vom Tisch und so. Aber so wird gearbeitet gegen uns, nicht nur gegen mich. Das war jetzt nur mein Beispiel. Ja gut, die internen Streitereien haben wir natürlich auch noch. Da wollte ich jetzt auch drauf kommen zum Abschluss. Unsere Zuschauer fragen natürlich, verbraucht die AfD nicht viel zu viel Energie mit sich selbst, die sie einsetzen könnte, auch für Oppositionsarbeit? Da ist auch der Parteichef mit im Gespräch. Ja, ich fange mal mit dem Positiven an. Thematisch, inhaltlich ist dieser Streit eigentlich kaum zu erklären. Denn bei allen unseren Standardthemen, direkte Demokratie, bürgernahe Demokratie, Islamisierung, Zuwanderungskritik, EU-Kritik, Euro-Kritik und mit Abstrichen, mit ein paar Abstrichen auch Corona, da verlaufen aber die Fronten ein bisschen anders, das sind nicht die klassischen Fronten, von denen wir jetzt hier reden, hat die Partei eigentlich eine relativ homogene Meinung, von wenigen Extremisten abgesehen. Wir haben keinen Programmstreit, wir werden jetzt auch demnächst wieder einen Leitantrag verabschieden zum Bundestagswahlprogramm. April ist Parteitag. Im April, ich habe auch mitgeschrieben, ich bin ja Mitglied der Bundesprogrammkommission. Natürlich werden wir hunderte von Änderungsanträgen haben, wie immer bei diesen Dingen, aber am Ende wird wahrscheinlich der Gesamtentwurf mit über 70% verabschiedet werden, da habe ich eigentlich keine großen Sorgen. Das heißt, die Streitereien sind einerseits stilistisch bedingt, weil manche Leute einfach ihre Rhetorik nicht im Griff haben, das stimmt. Das gilt aber für Leute auf beiden Seiten, muss ich wirklich sagen. Oder auch es gibt nicht nur zwei Gruppen, es gibt zwei, drei, vier Gruppen. Also die stilistisch-rhetorische Seite ist eine, da kann man manchen Leuten zu Recht Vorwürfe machen, aber das ist nicht einem Lager nur zuzuordnen. Dann gibt es die Anbiederei an die Altparteien, die teilweise übertrieben wird. Das sehe ich persönlich auch so. Das ist, glaube ich, auch der Hauptvorwurf aus dem Internet. Auch unter anderem ein Parteichef. Also wir haben ja zwei Parteichefs, muss man sagen, aber einen davon. Das ist mir manchmal auch etwas zu anbiedernd. Andererseits, gut, wir sind ja nicht in allen Punkten im Dissens mit der Union, so ist es nicht. Aber man muss denen auch nicht hinterherlaufen, denn es gibt ein riesiges Lager der Nichtwähler, die wahrscheinlich leichter zu erreichen sind. Das sind nämlich die, die eben nicht Mainstream schauen wie die CDU-Wähler heute oder wie die FDP-Wähler, sondern die eben schon in alternativen Medien zu Hause sind, die wir überhaupt mal erreichen und die wir wahrscheinlich leichter überzeugen können, weil sie schon lange systemkritisch sind. Nicht alle in dieser Gruppe, ich komme ja selbst aus diesem, wie soll ich es nennen, diesem Umfeld, schon seit Jahrzehnten, das sind aber hier dabei mit den
den wir uns nicht gemein machen sollten. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, wenn ich Chefstratege wäre, die Gruppe, die ich zuerst bedienen würde. Letzte Frage. Ich habe in dieser Woche eine These gewagt in einem meiner Videos, dass die vielleicht größte Partei die Konservativen sind, die man in der FDP schon findet, von links rüber bis rechts in die AfD rein. Es gab auch, glaube ich, mal eine Berechnung von Tichy, der hat die mit 25% veranschlagt. Sie folgen uns da nicht ganz mit dieser These. Die Mathematik stimmt da schon. Ich glaube, man kann sogar auf über 25% kommen, wenn man sagt, bei den Nichtwählern von 40-50% in Deutschland sind vielleicht 20-30% wirklich strukturkonservativ, auch nationalkonservativ zu haben. Dann sind das ja schon 25%. Ich glaube schon, dass es die gibt. Lassen Sie es 20 sein. Dann hätten wir 10% auf jeden Fall AfD-Wähler, dann hätten wir 8% FDP-Wähler und dann hätten wir die Werteunion, die allerdings nur ein kleiner Bruchteil noch der Union ist. Nichtwähler nicht zu vergessen, die diesmal. Das war die erste Gruppe, die ich gemeint habe. Also die Hälfte der Nichtwähler ist vielleicht strukturkonservativ. Also ich glaube, dass man ohne Probleme auch 35% herbeirechnen kann. Das Problem ist, dass die nicht unbedingt alle zusammenpassen. In der FDP ja, wird halt unter Lindner eine vulgär globalistische Politik gefahren. Ich sage vulgär, weil ich selbst nichts gegen internationalen Handel habe. Ich komme aus einer sehr internationalen Umgebung. Ich bin auch für Freihandel. Aber die FDP hat nicht verstanden, dass die Probleme vom Geldsystem herkommen. Das ist ein abendfüllendes Thema für sich. Da kommen wir jetzt nicht zu. Und sie ist manchmal zu transatlantisch ausgerichtet und nicht ausgewogen genug. Also werden nicht alle FDP-Wähler bekommen. Bei der Werteunion, ja, die haben leider zu viel Berührungsängste, weil sie irgendwie mit den bösen Schmuddeljungs der AfD nichts zu tun haben wollen. Aber ja, Tichy hat schon recht, das gibt keinen inhaltlichen Grund. Man könnte sich zusammentun, wenn man sich endlich mal von Merkel lösen würde. Das tut aber die Werteunion leider nicht. Ja, und bei den Nichtwählern muss man jetzt sehr genau anschauen, was sind das für Leute. Es gibt welche, die werden immer Nichtwähler bleiben, die werden niemals wählen. Und wenn ich sage mal, die Hälfte kriegen wir, allerdings ist die Hälfte davon entweder extrem, also die Hälfte von dieser Hälfte ist wieder extrem, oder sie sind halt doch eher linksesoterisch angehaucht und da kriegen wir jetzt auch nicht alle. Aber ich glaube, da ist ein guter Prozentsatz zu bekommen. Das müssten wir jetzt aber mit etwas mehr Zeit Punkt für Punkt mal durchgehen, was das für Leute sind. Ich weiß nicht, ob wir die heute haben. Das schafft man nicht mehr ganz. Peter Böhringer, Bundestagsabgeordneter der AfD, Vorsitzender des Haushaltsausschusses, zu Corona, zu den Impfungen, den jüngsten Wahlen und dem, was wir noch zu erwarten haben. Herzlichen Dank. Danke zurück.